Schön, dass Sie sich für ein Plissé von Luzel entschieden haben. Hier erfahren Sie, wie Sie es mit den Befestigungswinkeln auf dem Rahmen Ihres Holzfensters befestigen. Für den Transport ist das Plissé in einer Papierhülle verpackt. Reißen Sie diese einfach auf und entnehmen Sie Ihr Plissé. Die Spannfüße sind daran bereits vormontiert. Zum Plissé erhalten Sie außerdem die Bediengriffe, die Befestigungswinkel, Schrauben und Unterlegscheiben zur Montage der Spannfüße sowie passende Abdeckkappen für die Spannfüße. Sie brauchen zusätzlich passende Schrauben zur Befestigung des Winkels auf Ihrem Fenster. Wir empfehlen Linsenkopfschrauben mit einem Durchmesser von 3,5 mm und einer Länge von maximal 2 cm, abhängig von Ihrem Fenster. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass die Schrauben, die Sie zur Befestigung der Winkel nutzen wollen, nicht länger sind, als der Flügelrahmen an der schmalsten Stelle tief ist. Außerdem benötigen Sie ein Maßband, einen Bleistift, einen Akkuschrauber mit 3 mm Bohrer sowie einen Kreuzschlitzschraubendreher und zum Schluss eine Schere. Idealerweise haben Sie bereits vor der Bestellung beim Ausmessen des Fensters die Position Ihres Plissés markiert. Achten Sie bei der Montage vor allen Dingen auf einen Abstand von mindestens 5 mm zum Fenstergriff. Setzen Sie, ausgehend von diesem Maß und mit einem Befestigungswinkel als Schablone, die Markierungen für die Bohrlöcher. Die Befestigungswinkel können Sie auf zwei Arten anbringen. Bei der ersten Variante setzen Sie den Spannfuß direkt in den Winkel. Der Winkel wird so vom geschlossenen Plissé vollständig verdeckt. Bei Variante 2 setzen Sie den Spannfuß auf den Winkel. Der Winkelschenkel, der am Fenster befestigt wird, bleibt dann sichtbar. Wir haben uns für die Montage im Winkel entschieden. Bohren Sie an der gewünschten Stelle vor. Setzen Sie den Befestigungswinkel über das Bohrloch und schrauben Sie den Winkel fest. Die Winkel haben zwei Löcher für die Montage der Spannfüße. Nutzen Sie immer das äußere Loch, um den Spannfuß zu befestigen. Setzen Sie ihn über das Loch. Legen Sie eine Unterlegscheibe ein und schrauben Sie die Spannfüße an. Ziehen Sie die Schrauben der unteren Spannfüße noch nicht fest. Das Plissé muss am Fenster gespannt werden. Ziehen Sie dazu die Spannschnüre aus beiden unteren Spannfüßen heraus, bis das Plissé seine Position am Fenster waagerecht hält. Ziehen Sie dann die Schrauben fest an. Lassen Sie das Plissé ein bis zwei Tage bei normaler Nutzung am Fenster. Sitzt es noch immer einwandfrei, können Sie die Spannschnurenden an den Spannfüßen abschneiden und zum Abschluss die Abdeckkappen aufsetzen. Und damit wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissé von Luzel Home.